So, Freunde, da sind wir auch wieder zurück bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Prison Architect mit mir, dem Lufo. Wir haben ja in der letzten Folge hier unten unseren Maximal Security Wing gebaut, ja. Und der Typ, der eine hier, der hat erstmal sofort irgendwie irgendeine Waffe geklaut. Richtig gut auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir bauen hier auch. Moment, kann ich hier eigentlich bestimmen, dass jetzt hier keine Leute rein dürfen, außer meine Leute. Sehr gut. So. Außerdem ist das hier keine Durchlaufzone. Gut. Okay. Die Maximal Security sind fast immer auf Lockup. Weil ich würde sagen, mittags können sie schon 3 Stunden Freizeit oder so genießen. Also sie sollen ja auch nicht irgendwie da drinnen verrotten oder so. Na, eigentlich schon. Aber die sollen nicht unglücklich, zu unglücklich werden. Deswegen würde ich sagen, wir lassen die einfach mal ab und zu trotzdem noch raus. So, habe ich hier irgendwie noch das. Ja. Und ich habe sogar Geld dafür. Krasser Shit. So. Ich habe auch. Doch, ich habe eigentlich genug Wachen, ne? Die haben alle ihre Sitzung hier oben noch. Weil der hier kommt einfach nicht, weil es ihn nicht juckt. Parole Officer. Parole Lawyer. Wie viele hier Parole machen immer jeden Tag. Es ist einfach. Es ist krass. Und ich finde, das Gefängnis läuft eigentlich so an sich ganz gut, ne? Wenn ich mir überlege, wie viele Leute hier drinne sind und wie wenig im Endeffekt eigentlich passiert, ist, ja, ich finde, ist eine Leistung, oder? Kann man anbieten. So. Ups. 200 Prisoner, da haben wir den Grant gekriegt. Block E. 500 Prisoner. Wahrscheinlich ist 1000 dann der nächste, oder? So. Hier unten gibt es dann. Ich mache hier einen Shop hin, der hier an jede Seite von den Dingern grenzt, sozusagen. Und, Moment. Kann ich hier Shop? Die Frage ist nur, wer daran arbeitet dann am Ende? Wer arbeitet im Shop, wenn meine Gefangenen da nicht arbeiten dürfen? Das ist jetzt die Frage. Ups. Shopfront, da muss der Taschenrechner nach innen liegen, so. Und natürlich noch eine Lampe. Na gut. Ich glaube, da arbeiten dann irgendwie hier die Wachen oder irgendwas drinne, ne? So, hier mache ich mal eine Staff-Tür hin. So. Boah, Alter. Wo haben die denn die ganzen Waffen her immer? So, und ich würde sagen, es ist Zeit für einen Shakedown. Ja, es pisst jetzt alle an, aber was Mut war. Ich will die ganzen Sachen finden, die hier drinnen sind. Und ich glaube, es ist jetzt schon relativ viel reingekommen. Was ich auch mal machen wollte, ist hier eine Hundepatrouille hintun. An die Stelle, die hier rumläuft, weil Hunde können Metalldetektoren riechen, riechen Drogen. Metalldetektoren finden Sachen aus Metall und Hunde können Drogen und sowas riechen. Deswegen sollten da, glaube ich, Hunde sein, dass sie das sozusagen anschnüffeln können, alles und dann finden, dann ist wahrscheinlich das Risiko auch kleiner. Wie viele haben eigentlich mittlerweile hier den Dings hier gemacht?
Programs, Carpentry oder so. Workshop, hier. 9 interested, 13 finished. Okay. Mann, dauert das lange, das gibt's gar nicht, ne? Oh, ey, die ganze Nacht sind die hier am Machen. Das dauert wahrscheinlich bis nach dem Frühstück hier. Ist doch unglaublich, wie viel Shit sich da akkumuliert nach einer Zeit, ne? 8 Escape Ropes. Guck mal, wie viel Kram es gibt, womit die sich rausgraben können. Ich glaube, mit Löffeln können die graben, ne? Hammer. Ich weiß nicht, ob die den Hammer benutzen können, aber 10 Bohrmaschinen? Alter Vater. Und wieso ist hier immer noch kein Wasser verlegt? Ach, ich habe vergessen, die vertikale Linie zu machen. So. Ich hoffe, dass jetzt die neuen... Jetzt ist hier so eine Fliege. Dass jetzt die neuen Gefangenen hier... Dass sie jetzt hier abgeladen werden und nicht hier oben. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen blöd. So, 5 Uhr, Lockup und Yard. Wir haben bald alle Dinge. Bevor die ankommen, sollte es um 8 Uhr, ne? Sollte alles fertig sein. Ich glaube, die Prisoner werden jetzt ziemlich angepisst. Ich glaube, ich breche jetzt mal ab an der Stelle. Wir haben das meiste gefunden. So. Einer wurde direkt erstmal angegriffen. Lol. Was hat er gemacht? Kann ich hier gucken, was er für ein Misconduct hat? Rape. Attacked staff found tools. Idiot. So, jetzt sollten nur noch 8 angenommen werden von... Ja. 8? Quatsch, aber einer weniger von Maximum Security. Okay, jetzt will ich mal ganz kurz gucken hier, wo die Maximal Security angenommen werden. Oder ich hoffe, die werden jetzt nicht hier jedes Mal rausgelassen. Das wäre jetzt irgendwie extrem scheiße. Sozusagen minimalst unpraktisch. Doch, die werden auch hier rausgelassen. Warum werden die da rausgelassen? Das finde ich irgendwie scheiße, dass sie da rausgelassen werden. Woran liegt denn das, dass sie da oben rausgelassen werden? Ich will, dass sie hier unten in die Rezeption reinkommen. Ja, vielleicht habe ich einfach Pech gehabt und kann es mir nicht aussuchen. Ich würde gerne auch hier dann nochmal eine Large... Nein, hier eine Large Shelter reinmachen. Und dann eventuell hier dieses Ding. Ach stimmt, da brauchen die dann auch noch Strom, ne? Ja, ach, da ist schon Strom, gut. Und dann kann ich Utility Connect von hier nach hier. Gut. Das ist jetzt... Das ist jetzt blöd, finde ich. Dass die da jetzt runterlaufen müssen. Wieso kann der Bus nicht da unten anhalten? Und wieso liegt hier schon wieder so eine Zeichnung? Security Chief, Tech Tree. Ach, das ist so eine Planungsteilgeräte-Sache, ne? Naja, gut. Wir haben fast $100.000.
würde ich sagen, können wir hier fast weitermachen und hier die nächste. Die Dinger sind teurer als Maximal Security, ne? 21 mal 25. Upp, jetzt kommt jemand. Moment. Ups. So. So, Freunde, da war gerade der Maler da. Oder die Maler, eher gesagt. Ja. Kurz alles erledigt und jetzt sind sie wieder weg und jetzt geht's hier weiter. Ich mache einfach mal hier den hier. So. Und dann brauche ich natürlich die Küche von 519, 519. Nun ist das hier die Kantine. Sehr gut. Ups. Das Ding ist, die Frage, soll ich hier ausbauen? Ich meine, die sind halt... Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich könnte natürlich hier eine Tür hinbauen. So. Und könnte hoffen, dass sie hier langlaufen. Dann können die auch hier die Solitary benutzen. Nur das Ding ist, dass ich nicht glaube, dass sie das tun werden. Leider. Soll ich mal so machen? Vielleicht laufen die dann dadurch stattdessen. Weil ich meine, die Security sollte hier viel schneller hinkommen eigentlich, ne? Eigentlich wäre es auch besser, das hier erst weiterzubauen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich habe sozusagen meinen Plan geändert. So, wie groß ist denn das jetzt hier? Mauern. 25 mal 21 auch. Das heißt, es ist so groß. Und dann mache ich einfach mache ich einfach das auch noch dazu. So. So. So und so und so. Bevor ich aber jetzt die das machen lasse, werde ich hier erstmal so jeweils eine Tür veranlassen, dass das hier sicher ist. Weil ich will nicht, dass hier irgendwas geöffnet wird und die dann alle mir hier hinten rauslaufen. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. Minimalst unangenehm sozusagen. So. Jetzt habe ich ganz vergessen, auf die Uhr zu gucken. Wir hatten 10 Minuten von der Folge, hatten wir schon. Mal kurz gucken. Ich weiß nicht, ob ich das hier doch da... 2 Minuten. Okay, das heißt noch 8. Ja, gut. Sollte alles gehen. Und wieso laufen die hier in der Freizeit in die Rezeption? Das will ich nicht, dass die in die Rezeption laufen. Ist die Rezeption hier? Okay. Ich kann ja das hier, kann ich ja so machen. Oh shit, die schlagen sich hier. Da merkt man schon ganz schnell, dass es dann doch relativ schnell Probleme gibt. Weißt du was? Ich hab jetzt gar keine Probleme. Ich mache jetzt einfach so und dann setze ich hier noch einen rein. So, habe ich genug Leute? Ich hab 3, die hier chillen. Ich glaube, ich stelle nochmal eben... wo haben wir sie denn? Hier. Mal eben 2 davon an. So. Ich wollte noch ein paar normale Wachen machen, aber das habe ich jetzt... das lasse ich jetzt erstmal. So, gut, da haben wir das hier und dann kann ich hier eigentlich theoretisch... Kann ich das hier sofort rüber klonen, oder? So. Und so und... So. Und. Nee, das kann ich nicht einfach so machen, oder? Nee, kann ich nicht. Aber das hier kann ich. Ich mache einfach mal bis hierhin.
Dann muss hier noch was anderes sein. Da kann ich ja dann. So. Und so. Hier können ja dann, jetzt weiß ich die ganze Zeit nicht, was ich sagen will. Sicherheitsteile und hier Klapse. Ich wollte Klapse sagen, aber ich meine gar nicht die Klapse. Ich meine Einzelhaft. So. Da haben wir es doch. Einzelhaft hieß es. Genau. Gut. Dann kann ich kurz die Planung wieder raushauen hier. So. Planung. Kann sich alles verabschieden. So. Sehr schön. Da hätten wir das und dann bei den, das kann ich auch noch wegmachen. Und dann brauchen wir natürlich noch den hier. Und genau, dann brauchen wir hier natürlich auch noch. Kann man hier eine doppelte Shopfront machen an einem Shop? Ich weiß es gar nicht. Bin mir gar nicht so sicher. Können die hier. Können die hier. Kann ich hier gucken? Nee, ne? Biography. Kann ich hier nicht gucken, wie er es findet? Reform? Nee. Punishment. Weiß gar nicht, ob hier jetzt jemand arbeitet. Nee, ne? Hier mal eine Stunde Work rein. Probier es einfach mal aus, wie das laufen würde, ja. So. Also sagen wir mal den hier, dass hier alles offen ist. So. Und Prison Labor. Wir machen mal zwei, die hier. Zwei. Und dann würde ich sagen, eine Wache. Gut. Dann brauchen wir natürlich hier noch einmal. Was wollte ich denn gerade machen, Mann? Ich vergesse die ganze Zeit, was ich wollte. Hier, das wollte ich. Und das hier. Und das. Und das. Und hier das. Und. Ach, guck mal, hier ist noch ein Bild. Zack. Schön, schön. Gut, die Dinger. Ups. So. Da hätten wir die und dann brauchen wir natürlich noch die Radios. Die standen hier oben. Telefonzellen können hier hin. Fernseher. Stühle. Gut. Und dann gucken wir doch mal, wie das hier wird. Dann können wir am nächsten Tag. Alter, jetzt habe ich die Hälfte von dem Geld ausgegeben. Ich hoffe, dass ich hier einigermaßen wieder Geld zurückhole, sozusagen. Hier normal und okay. Was sagt eigentlich die Uhr? Ich glaube, das war's auch, ne? Eigentlich. Ich lasse jetzt hier nochmal die Prisoner ankommen. Und dann in der nächsten Folge finishen wir wahrscheinlich hier den zweiten Flügel. Ich wollte auch mal kurz gucken hier. Das hier ist blöd mit dem, dass die immer durch ein Loch durch müssen. Aber ich will auch nicht, dass die irgendwie anfangen, Stress zu machen oder so. Junge. Wie die hier alle die ganze Zeit angeknackt werden, ne? Das gibt's gar nicht. Die lassen mir ja keine Sekunde Ruhe hier. So, ich wollte noch kurz gucken, ob ich hier irgendwie eine.
eine Einzelhaft planen kann oder so. Was, hier wäre die letzte Wand. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Das heißt so. Das heißt, das hier muss, glaube ich, 5 breit sein. Das heißt, die Wand wäre hier. Oder muss es 5 breit sein? Security. 4x4. Nee, muss es nicht. Gut, das ist gut. Das ist sehr gut. Hoffe ich. Dann muss es hier hin, ne? Und dann kann ich so machen, ja. Gut. Das ist doch sehr schön. Hahaha. So. Freunde, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mann, ist das Gefängnis mittlerweile groß. Ja. Bis dahin. Ey Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Links findest du einmal mein letztes Video und einmal eine Empfehlung von meiner Community. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, kannst du natürlich auch gerne abonnieren, um nie wieder ein Video zu verpassen oder mir bei Twitter folgen, um immer up to date zu bleiben, was ich so mache. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.